Jetzt geht's los. Ja, hallo bei Elite Dangerous. So, ich habe jetzt gerade, also ich habe kurze Vorgeschichte, ich habe was Interessantes gesehen und ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, wie ich das gesehen habe oder denke, dass ich es gesehen habe. Das würde ich gerne ausprobieren. Und zwar würde ich gerne Torpedos mal ausprobieren. Dafür habe ich mir meine Salvenlaser abgebaut von meiner Krait MK2. Die habe ich eingelagert. Und ich werde da jetzt einfach mal Torpedos drauf bauen. Ganz frech. Da gibt es hier nur Klasse 2 leider. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine höhere Torpedoklasse gibt. Aber ich würde die mal ausprobieren. Ich baue die einfach mal so drauf. Drei Stück. Ist wahrscheinlich viel zu viel. Aber zum Testen tut's das, glaube ich. So, und unten lassen wir unsere Schwarmraketen drin. So, habe ich jetzt zu viel Geld ausgegeben? Ich habe gar nicht drauf geschaut. Ah, nee, überhaupt nicht. Okay, ah, die waren ja super günstig. Alles klar, dann machen wir das mal. Und um das zu testen, würde ich gerne, wenn es das gibt, irgend so eine kleine Popelkampfmission nehmen. Das war von der Spielerfraktion und dann hier. Oh, das darf ich alles nicht. Gesperrt, da Rufvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Okay, bei den. Warte mal. Alle? Nur für die. So. Okay, ich darf für die überhaupt keine Frage. Ich darf für die ja keine Dinge machen. Na dann halt nicht. Dann, wenn ihr mich nicht wollt, selber schuld. Selber schuld. Okay. Dann machen wir einfach für jemand anderes das. So, schauen wir mal. Ausschalten Schiffe, ausschalten Schiffe, ausschalten Schiffe. Ausschalten Schiffe, ausschalten Schiffe, ausschalten Schiffe, ausschalten Schiffe, ausschalten Schiffe, ausschalten Schiffe. Bla, 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 bla. Irgendwas. Future of Kachina. Ausschalten Schiffe. Das könnte man fast mal machen. Groß gucken. Bedrohungsstufe 0. 10 Schiffe. In Krisengebieten. Ah, in Krisengebieten. Okay, das ist wieder so eine Sache, ne? Hey Andreas, hallo. Ja, aber in Abbaugebieten verdiene ich ja nichts, ne? Grüß dich. Schönen guten Abend. Ich hätte ja gerne nebenher noch ein bisschen Credits gemacht. Aber das ist dann wieder, wahrscheinlich nehme ich da wieder eine Mission an, die ich dann wieder abbrechen muss. Deswegen hast du wahrscheinlich recht, da fliegen wir lieber in ein Abbaugebiet oder zur Pupswarte, ne? Also zur Navigationsbarke, meine ich. Ah, hier liegt das Geld begraben bei den Torpedos. Die sind super teuer, wenn man die Munition kauft. 90.000 war das. Naja, super teuer, ist so. Relativ, ne? Oh, so. Oh ja, geil. Voll das gute Abbaugebiet hier. Wir fliegen mal zum Navigationsding. Da sollte ja auch was los sein. Das ist auch nicht so weit weg. Das ist auch nicht so weit weg, hä? Die sehe ich hier nicht. Ich starte. Kopfgeld gibt's immer. Ach nee. Wenn sie Kopfgeld haben. Oh, mir fällt gerade ein. Wir sollten die Waffen noch zuordnen. Sonst wird das schwierig.
So, da fliegen wir jetzt einfach mal hin. Guck mal. So, Waffen zuordnen. Ach, die hat er gleich da eingepackt. Sehr schön. Sehr schön. Schauen wir mal. Ja, die Missionen waren auch relativ schlecht bezahlt. Ja, ja. Das stimmt. Aber es ist immer die Frage, ne, wie viel. Also, natürlich sind die schlecht bezahlt. Ich bin ja hier auch noch nicht so mit meinem Beruf und so. Aber ich glaube, ich habe nirgends irgendwie einen Ruf, wo ich gut bezahlte Missionen bekomme. Im Super Cruise soll ich gucken, ob dein Abbaugebiet ist. Hast du das System vorhin nicht gesehen? Ich zeige das nochmal kurz. Hier. Ah, warte, stimmt, du könntest recht haben, das sind ja sogar Ringe. An dem hier, ne? Aber ich glaube. Warte mal. Jetzt fliegen wir eh schon zum Navigationsding. Ja, genau. Vereist und felsig, ja, das sieht nicht so gut aus. Ups, sind wir schon. Oh ja, hallo. Wer bist du? Die sind ja, ach ja, ich erinnere mich. Die sind ja hier alle gesetzlos. Weil, wir sind ja in einem Anarchiesystem. Gut, aber der hat uns rausgezogen. Die dürfen wir, glaube ich. So. So, komm mal her. Testen. Was, man hat nur. Man hat gar keine Nachladetorpedos. Das ist interessant. Ah, okay. Das, die machen nicht das, was ich dachte, dass sie machen, die Torpedos. Oder habe ich jetzt einfach nicht getroffen? Das kann ich nicht sagen. Aber die Munition ist auch schon wieder leer. Ich hab doch Munition gekauft für die Dinger. Gut, damit sind die schon raus. Das ging ja schnell. Alles klar, Waffentest beendet. Dann ciao, gute Nacht. Ich bin wieder weg. Hast du nie benutzt? Ja, ich dachte mir, also ich habe da letztens so ein Video gesehen und dachte mir so, wenn die so funktionieren, dann sind die eigentlich gar nicht so schlecht. Aber irgendwas mache ich vielleicht falsch, ich weiß nicht. Vielleicht braucht man höherklassige Torpedos, als ich jetzt habe, weil ich habe hier nur Stufe 2 kaufen können. Müsste ich nochmal kurz schauen. Oder ich habe nicht genug, dass die kein Magazin haben, ne? Also quasi nur ein Magazin und nicht zum Nachladen, ist komisch. Ich lande nochmal. Du hast gehört, die sind sehr langsam. Ja, die waren ja auch sehr langsam jetzt, ne? Ich glaube, das ist, wenn, dann ist es so eher eine Nahkampfwaffe, die man halt dann einsetzt, wenn man irgendwie dicht am Gegner vorbeifliegt oder so. Aber wenn die halt nur so wenig Magazin dabei haben, dann rentiert sich das ja überhaupt nicht. Ein Experte, ja, brauchen wir erstmal Munition. Oh, das ist ja ein Bug, warte mal. Gilt das für alle
Waffen mit Munition? Ich dachte, das gilt nur für die Schwarmraketen. Kann ich die nicht... Warte mal, hier Module. Nö, die sind leer. Die sind pups leer. Es könnte sein, dass es so eine Eigenheit von den Torpedos ist. Weil die eben keine nichts zum Nachladen haben, ist der Bug bei denen nicht existent, weil die ja. Ne, der füllt ja nur die. Die Zahl hinter dem Strich auf, glaube ich, und nicht die vor dem Strich. Achso, wenn ich jetzt austoppe, Leute. Schauen wir mal. Ne, sind immer noch leer. Guck. Ich glaube, der Bug wirkt auf die nicht. Wechseln wir noch mal kurz an. Und schauen mal, wenn ich jetzt Munition für die kaufe. Ich kaufe jetzt einfach noch mal Munition für die. Ob die wirklich dann hinter dem Strich nichts haben zum Nachladen. Also quasi das zweite Magazin. Weil dann sind die raus, dann sind die einfach nur raus, weil sie, weil du nicht genug Munition mitnehmen kannst, um mehrere Kämpfe hintereinander zu bestreiten. Selbst wenn die das tun, was ich gehofft habe, dass sie tun, weil in dem Video, was ich gesehen habe, hat die einer benutzt, um eben die Schilde vom Gegner schnell zu deaktivieren, was mich jetzt ein bisschen wundert, weil die ja eigentlich, ja, so jetzt haben wir Munition aufgefüllt, ne? Man könnte sie natürlich so benutzen. Man nimmt jeweils nur eine Feuergruppe und dann hast du 6 Schüsse zum Beispiel. Aber die haben jetzt doch gefühlt auch keinen Schildschaden angerichtet. Jetzt werden die Bugs auch noch wählerisch wie unsympathisch. Ja, aber weißt du, ich glaube, der Bug bezieht sich wirklich immer nur auf die hintere. Also, und deswegen wirkt er bei denen gar nicht. Weil ich meine auch, dass da vorne, wenn man die Raketenwerfer leer geschossen hat, dass vorne auch immer 0 drin stand. Und wenn du dann in den Supercruise gegangen bist, dann hat es hinten eben aufgefüllt, dann stand da wieder 120. Aber vorne weiterhin 0. Und ich glaube, dass das vorne einfach nicht aufgefüllt wird. Aber ist ja egal, wir wollen den Bug ja jetzt auch nicht ausreizen. Das war ja jetzt bloß der Test für die Torpedos. Sollen wir noch einmal... Aber die haben halt keinen Schaden angerichtet jetzt bei dem, ne? Ich probiere jetzt noch einmal aus. Komm. Ich will jetzt wissen, ob das... Vielleicht habe ich mich auch total vertan. Und ich tue die gleich nochmal wirklich in andere... Flieg zu! Los! Ist grün! Ich hätte gerne Hupe. So, weg da. Ich hätte gerne ein
Ah, ich glaube, das Bergbauding ist ganz schön weit weg. Das ist auch so eine Sache, ne? Hier ist zwar so ein Zeichen. Kampfbereich, Kampfbereich, Kampfbereich. Wir fliegen nochmal da zu der Barboje. Da wird uns eh gleich wieder jemand abfangen. So wie ich das System hier kenne. Hast du auf ein bestimmtes Modul geschossen? Nee, das habe ich nicht. Ich habe ihn nur. Das ist ja auch so eine interessante Frage, ob das einen Unterschied macht. Ne? Warte mal. Wir testen das mal. Ich mache jetzt mal hier. Oh Gott, ich habe schon viel zu viele Feuer rum. Ich mache mal hier eins. So, zack. Zack, 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 so. Oh. Ich kann nicht weiter als H. Ah, das ist auch interessant. Jetzt werde ich. Ja, gut, ich zerstöre jetzt alle meine Feuergruppen, so. Das ist jetzt eins. Das ist jetzt mal alles kaputt hier. Ich werde das nie wieder so hinkriegen, außer Ikake. So, da. Oder sagen wir, nicht ganz optimal. Wir wollen ja nicht so negativ sein. Okay. Da können wir jetzt durchschalten. So. Dann haben wir 6 Versuche. Und wir suchen uns einfach mal ein relativ leichtes Ziel. Oder versucht der uns schon zu schaffen? Nee. Neuling. Drug Empire, ja, das klingt auch nach einem guten Ziel. Jetzt brauchen wir bloß den FSA Unterbrecher. So. Kommen Sie mehr her? Hinter das Ziel geraten. Ich glaube, er versucht gleichzeitig mit uns rauszuziehen, kann das sein? Wenn wir uns hier gegenseitig umkreisen. Ich warte mal auf ihn. Der Drop Bier. Der Drop Bier. So, kommst du mal? Ja. Ich hab's gewusst. Drop Bier. Da gibt's eine Story zu Drop Beers. Kennst du die? In Australien gibt's nämlich so Bären. Die sitzen auf Bäumen. Und lassen sich auf ahnungslose Wanderer fallen. Die sind total gefährlich. Da gibt es überall Schilder, die vor denen warnen. So, wir ziehen jetzt mal einfach auf. Die Schilde wäre eigentlich sinnvoll, oder? Schildgranate. So. Ich muss hier natürlich irgendwie davon abhalten, abzuhauen. So. Ja. Treffen die noch? Der ist schon weg, ne? Boah, Schild weg! Hast du gesehen? Kack! Die Wand an. Also vielleicht ist die Waffe auch ein bisschen überdimensioniert für ihn jetzt. Aber... aber offenbar sind die sehr gut gegen Schilde. Ja, jetzt müssen wir das natürlich noch bei einem anderen Ziel probieren. Bei einem etwas größeren dann. Wenn die wirklich, also wenn die so effektiv gegen Schilde sind, ne? Dann wären die vielleicht doch gar nicht so schlecht. Probieren wir nochmal aus. So, jetzt sammeln wir erstmal den Schrott hier ein. Haben wir unseren Sammler irgendwo? Das, ne, ne, ne. Den habe ich
den habe ich rausgenommen, ja? Weil ich alles kaputt gemacht habe. Ja, dann nicht. Komm. Das Ding. Das war mies, das war mies, ja. Ja, vor allem, also ich glaube. Aber die geringe Munition stört mich halt doch trotzdem so ein bisschen. Ich werde nachher nochmal die Plasmawaffen ausprobieren. Ah, ich glaube, da ist schon wieder ein Adder, der uns jagt. Ich will aber keinen Adder. Wir fliegen jetzt mal zur Boje, wenn wir da ankommen, ohne rausgezogen zu werden. Weißt du, er wäre aber auch ein bisschen, ne? Ich zieh doch mit einem Adder keine Crate raus. Gut, andererseits heißt unser Schiff natürlich Type 7 Transporter, vielleicht hat er sich davon täuschen lassen. Der Drop Beer. Wenn du jetzt in der Nähe wärst, hättest du angeboten, dass man das an deiner Korvette testet. Ja, das wäre natürlich optimal, wenn wir das testen könnten, so. Weil die kann ja sicher ein bisschen mehr einstecken. Und dann könnte man auch so ein bisschen abschätzen, so, ja, wie viel Schildschaden macht das, selbst wenn die nicht sofort weg sind. Bis 5000 Liter weg. Ach, so ein Katzensprung. Ja, kann man nichts machen. Ich finde schon jemand zum Testen. Einen Freiwilligen? Bestimmt. Freiwilligen und Freiwilligen. Aber die Dinger sind halt schon sehr langsam, das ist auch richtig, ne? Andererseits, gegen große Ziele. Die sind wahrscheinlich gar nicht für so große Schiffe gedacht. Müsste man mal noch schauen, recherchieren, ob es höhere Torpedoklassen als 2 gibt. Die könnten dann auch mehr Magazin aufnehmen. Es ist hell hier. Wer hat denn die Sonne angemacht hier? So, Type 7 Transporter. Sind natürlich alle gesetzlos hier. Wir warten einfach mal, bis uns irgendein Dödel scannt. Ah ja. Der Darren Heiss. Der will's wissen. Imperial Eagle. Das ist jetzt auch nicht so der Hammer. Oh, im Team mit 4 Leuten. Sind das alles Eagles? Also ich glaube, es hat keinen Unterschied gemacht, dass ich das Untersystem ausgewählt habe. Ne? Es war nur... Wenn du 1,5 Stunden Zeit hast, dann bist du da. Nee, lass mal. So lang wollte ich... Also weiß nicht. Eigentlich wollte ich nicht so lang machen. Aber es zieht sich bei mir immerhin dann. Eine Kampfzone wäre möglich, ja. Das ist wahrscheinlich die bessere, weil ich dachte, hier ist was los, weißt du? Aber immerhin, wir haben 61.000 Credits Kopfgeld für den Dödel gekriegt vorhin. Komm, die 4 da, die machen wir mit unserem... Wir setzen unseren Jäger mal aus. Einfach nur so, weil die da sind. Und das ist dann. Seit wann fliegen da vorne raus? Da die 4. Komm. So, der ist schon leer.
Dann fahren wir unsere Waffen mal aus. Und schnappen uns den hier. Der hat keine Schilde. Schade, dass nicht angezeigt wird, wie schnell die anderen fliegen, ne? Das wäre eigentlich nice, wenn man das so irgendwie so eine kleine Anzeige hätte, die misst, wie schnell der anvisierte Typ da fliegt. So, den Tiff, den holen wir jetzt mal raus. Wahrscheinlich nur ein Schuss mit dem Torpedo. Ich guck mal. Und? Ja, er trifft vor allem sehr. Tatsächlich. Ein Schuss. Krasse Scheiße. So. Jetzt kommt der Hayes. Okay, wir werden beschossen. Gar nicht so schlecht, ne? Jetzt müssen wir natürlich im Kampf. Ja, und? Weg. Völlig in Ordnung, so, ne? Okay, der Drachenschild, den können wir mit unseren Schwarmraketen wegballern. Und der Jäger soll den Rest machen. Und einer müsste noch da sein. Oder haben wir schon alle? Ist einer abgehauen? Nee, da, oder? Oh, Feral Dropship. Sollen wir den nochmal? Komm, den probieren wir jetzt noch. Obwohl, er wird. Ah, der ist gefährlich. Perfekter Test eigentlich, ne? Komm. Der Curtis. Zwei Torpedos haben wir, glaube ich, nur noch. So, komm mal her. Curtis. Das Geile ist halt, die Torpedos kosten keine Waffenenergie. So, Curtis. Curtis. Ich wollte nur mal. Curtis, ich wollte dir nur mal sagen, ich habe da was für dich. Ich tu mal deinen Antrieb anvisieren. Du haust jetzt aber nicht ab, ne? Curtis. So, hallo? Curtis interessiert das überhaupt nicht. Was ist das denn? Hä? Wieso haben die denn jetzt gar nicht funktioniert? Der ist ja nicht mal feindlich geworden. Warte, bin ich selber reingeflogen? Kann das sein? Curtis lebt in einer anderen Welt. Ich glaube auch. Was war das denn jetzt? Das war total der Fail. Glaubst du, da war was kaputt? Ja, aber das gleiche Verhalten hatte ich vorhin schon bei einem Schiff. Also die Eagles waren jetzt super schnell weg. Da bin ich richtig begeistert. Du brauchst nur einen Schuss. Ein Eagle, ein Schuss. Oh, jetzt kommt eine Python, ne? Ach, hier hilft nichts. Wir müssen nachladen fliegen. Ah, da. Also weißt du, ne? Ich will mir halt auch keine drei Waffen mit Torpedos drauf bauen. Das ist irgendwie. Fighter Andocksequenz eingeleitet. Da schießt du dann maximal echt 6 Schiffe ab. Also wenn's perfekt läuft. Und dann fliegst du wieder weg. Und wenn es doof läuft, dann schießt du vielleicht eins ab. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Und muss dann wieder laden. Kannst du die. Oh, warte. Mensch, daran denke ich immer gar nicht. Hast recht. Kann man die vielleicht selber basteln, die Dinger? Hier. Das heißt, Explosionsmunition ist das, müsste das sein, ne?
Oder ist ein Torpedo anders? AX, nee. Schauen wir mal. Was baut er dann? Ich sehe es nicht. Ich bin. Die Sonne ist im Weg. Ich fülle mal auf. Schwarmgeschoss? Schwarm. Nee. Ah, Torpedos so nicht. Was sind die dann? Drohnen ist es ja auch nicht. Großkalibrige Dinge haben wir nicht an Bord. Nö. Kann man nicht. Torpedos kann man nicht senden. Ich habe so das Gefühl, dass die sonst. Ich habe so das Gefühl, dass die OP wären, wenn man die. Wenn man da wirklich viel Munition mitnehmen könnte. Also wenn die wirklich so sind, wie es jetzt gerade gegen die Eagles war, dann sind die natürlich schon ziemlich krass. Andererseits, Pro-Ding. Warte mal. Ich habe hier... wir landen jetzt erstmal. Und dann... Will ich noch mal schnell was schauen oder während wir fliegen schaue ich mal schnell. So. Ich suche nach Ausstattung. Ups. Wie, ich fliege zu weit? Es geht mir hier zu schnell. Und Jäger wären halt auch so schnell weg gewesen, ne? Wahrscheinlich schießt du da mit deinen Lasern zweimal drauf, dann sind die immer einer. Also die Eagles, die da rumgeflattert sind. Ist halt dann auch nicht. Ist halt schwierig, dann irgendwie. Dann eine Relation irgendwie auszumachen. So, warte mal. Torpedo-Klasse 3 gibt es. So, gibt es auch welche bei mir in der Nähe? Angeblich gibt es Klasse 3 hier auf dem auf der Station. Laut Inara. Landing authorized. Proceed to landing pad 15. Information ist ein Tag alt, leider. Also es war wahrscheinlich sind die schon weggekauft worden. One
So. Fahrwerk ausgefahren. Ich lande jetzt nochmal. Ich muss nochmal kurz auf den Preis achten beim Auffüllen, weil die waren... Ich habe die Nullen nicht gezählt. Okay, 90.000. Ist schon ganz schön krass, ne? Für 6 Torpedos, wo das Modul nur 44.000 kostet. Das müsste vom BGS-Status abhängen. Was ist denn ein BGS-Status? So, wir schauen noch mal kurz. Ach so, von meinem Beziehungsstatus meinst du? Das wäre natürlich... So, Risiko ersetzen. Torpedos? Gibt's nur die 2. Vom Systemstatus. BGS Breaker Simulation. Die ganzen politischen Zustände, Verhältnisse. Achso, Ja, keine Ahnung. Jedenfalls gab es sie wohl vor einem Tag noch und. So, die neueste Information ist hier. 15 Lichtjahre in einem anderen System. Warte mal. Ich wollte das eh mal machen. Ich wollte eigentlich mal hier. Kann ich das machen? Prosa-Quelle. Nein. Fensteraufnahme. So. Na, das ist natürlich Quatsch, was ich hier mache. Moment. Das ist gleich weg. Hoffe ich, dachte ich. Ich find's gerade nicht. Ist das hier? Ja, das ist er. Okay, alles klar. Den nehmen wir. So. Genau. Kann man das nämlich mal sehen. Und zwar hier in Liuxians. Da könnte man es probieren. 18 Stunden. Ah ne, hier. 38 Minuten. Ist auch nicht viel weiter. In Kaka beim Chandlering. Wenn wir da erstmal hinfliegen kurz. Und da die Dinger ausprobieren. Ich will einfach wissen, wie viele ich davon dann mitnehmen kann. Das wüsste ich schon gerne. 38 Minuten ist aber noch ganz okay. Warte, ich mach das jetzt mal. Ich starte schon wieder. So. Galaktische Karte. So, das ist nicht so weit. Das ist ein Hüpfer. Eingefahren.
Kapazität steht auf Coriolis Io. Achso. So. Ich flieg da trotzdem mal hin, weil ich ja noch ausprobieren will, wie die gegen andere Schilde sind. Das müsste da eigentlich auch gehen. So. Die haben geringe Sicherheit, das ist zumindest nicht mehr Anarchie. Das heißt, wir finden da leichter mal irgendwie einen Piraten. Das sind nicht alle gesetzlos. Der Dreier hat 4 Torpedos. Na, ist immerhin schon mal eine Verdopplung. Dann hätten wir sogar 12 dabei, wenn wir die. Aber das geht ja nicht. Ich würde gerne scannen und zur Seite gucken. So. Der Chandler-Ring ist auch gar nicht so weit weg. Oh, der Planet sieht ja nice aus. Ups, so viel. So. Flugstabilisator aus. Flugstabilisator an. Hui. Oh, ein bisschen zu flott. Und schauen wir mal. Modul ersetzen. Raketen, was haben die für Raketen? Superraketen, ja, okay, die ganz normalen. Schwarmraketen. Ach, die habe ich gelagert. Okay, hier. Torpedos. 3. Munitionsclip 4. Die haben tatsächlich kein Magazin. Ist ja krass. Und die größere Klasse hat auch einfach nur mehr Munition drin. Die haben rein
Nicht mehr Schaden und nichts weiter, ne? So, wir machen die mal rein. Dann haben wir mehr Testraum zum Spiel. Mehr Spielraum zum Testen, so rum. Mehr Testraum zum Spielen. Auch irgendwie. Ich will den anderen auch gleich so. Die sehen schon krass aus, eigentlich. Naja, obwohl. Okay. Könnte auch so ein Ersatzantrieb sein oder irgendwas. Hier noch was? Gut. Dann würde ich sagen, wir laden die mal ein. 180.000, ja klar, das kostet natürlich jetzt doppelt so viel. So, hat er die Waffen-Ding übernommen? Ja, hat er. Das nehme ich mal ganz raus. Rutscht das jetzt eigentlich hinter? Vor? Ja, es rutscht vor. Cool. So. Und dann probieren wir die hier mal aus. Müsste es ja auch irgendwo vielleicht. Sie abbaut die hier. Rohstoffabbaustandort, ja, das ist aber weit. Die sind also weit. Hochgefährlich würde es aber gehen. Hochgefährlich. Ja, da düsen wir da mal eben hin. Da können wir die gleich in richtiger Benutzung testen. Das war ich nicht. Die Station hat sich in mich reingetreten. Gleich mal gefährlich, oder? Menschliche Bedrohung 4. Ja, 4 ist okay. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Bereit zum Sprung. Lichtsekunden sind eigentlich eher nah als weit. Echt? Echt, das ist nah? Ich fliege nichts über 500. Nee. Ah. Schön, wie unterschiedlich die Sichtweisen da manchmal sind.